Hallo zusammen, wie geht's? Herzlich willkommen bei Amazon FBA bei Markus. Wenn du auf der Produktsuche bist, wie wahrscheinlich sehr viele von euch FBA-Händlern da draußen, dann hast du vielleicht Angst, dass dein Produkt schon so viel mal auf Amazon gibt. Aber was ist, wenn du ein Produkt startest, was es erst einmal auf Amazon gibt oder sogar nullmal auf Amazon gibt, weil es gerade erst erfunden wurde oder weil es bisher nur in kleinen Serie per Hand produziert wird von Leuten, die keine Erfahrung haben, damit zu einem Hersteller zu gehen. Deswegen zeige ich dir in dem Video 5 Ressourcen, 5 Webseiten, wo du solche Produktideen findest und nur eine davon ist Amazon. Lass gleich ein Like da und klick den Like-Button. Und kommen wir damit gleich zur Seite Nummer 1 und das wird das erste und einzige Mal sein, dass wir Amazon aufrufen, aber nicht nur Amazon.de. Ich zeige dir gleich, worum es geht. Und zwar starten wir auf der Amazon-Unterseite, die Aufsteiger des Tages heißt. Im Englischen heißt es Amazon Movers and Shakers und du findest die, indem du das auch im Google eintippst. Amazon Movers and Shakers Germany oder eben andere Länder. Und dazu kommen wir auch. Also bleib gespannt. Da siehst du einfach die Artikel in den verschiedenen Kategorien, die gerade heute im Verkaufsrang im BSR besonders aufgestiegen sind und deswegen einen sehr niedrigen BSR haben. Und da findest du meistens recht neue Produkte, die gerade richtig heiß laufen. Hier zum Beispiel sehe ich in der Kategorie Handmade Tattoofolie für Kerzen, kannte ich noch nicht. Ziemlich cool, offenbar Aufkleber, die man auf Kerzen klebt, um besondere Kerzen zu machen, wie Geburtstagskerze oder ja sonst was für die Braut oder so. Ziemlich cool. Und hier sehe ich auch noch alle anderen möglichen Sachen, wie Bieretiketten, um Bierflaschen zu personalisieren. Ich kann aber auch eben tiefer scrollen über verschiedene andere Kategorien und gucken, was da neu ist und nicht nur ein paar Produkte, sondern meistens eine ganze Reihe sehen. Und da kann ich wirklich Produktneuheiten sehen, die gerade erst auf Amazon sind oder die gerade richtig populär werden, bevor es die anderen erkennen. Und da kann ich dir nur den Tipp geben, bleib nicht einfach nur hier auf der Startseite, sondern gehe auch hier in die Unterkategorien rein und dann siehst du auch dort die Artikel, die heute gerade richtig heiß dort sind. Das ist etwas, was ich ab und zu mal machen würde, um wirklich neue Artikel zu finden. Und so kann ich zum Beispiel in eine Kategorie gehen wie Haustier und mal gucken, was es dort gerade heute Neues gibt. Und da sehe ich hier einen Artikel, der fällt mir gerade auf. Napfunterlage aus Silikon, rutschfest. Hey, jeder, der einen Hund hat oder vielleicht auch eine Katze, weiß, dass die sauen gerne rum. Die schieben den Napf quer durch den Raum und links und rechts spritzt es daneben. Und deswegen kann es echt eine coole Idee sein, solche Silikonunterlagen für Napf zu verkaufen. Habe ich bisher noch nicht gesehen, ist vielleicht ein neues Produkt. Deswegen würde ich mal draufklicken und auch mal auf Amazon danach suchen, zu schauen, gibt es die schon viele? Ist das vielleicht wirklich noch neu? Ist das vielleicht meine nächste Produktidee? Eine zweite Kategorie, die mich da halt besonders interessiert, ist auf jeden Fall Handmade. Die gucke ich mir auch immer an, weil da siehst du wirklich Kleinserien, die Leute selber herstellen. Vielleicht hatte jemand eine gute Idee, aber noch nicht den Mut, das in großer Menge irgendwo fertigen zu lassen. Und das könntest du deswegen du sein. Und du siehst auch die Kategorie Launchpad, die gucken wir uns jetzt auch an. Und Launchpad ist auch nochmal speziell für Produkte, die neu auf Amazon gelistet wurden, um die vorzustellen. Und da siehst du speziell bei den neu gelisteten Produkten, welche werden besonders heiß angenommen, welche verkaufen sich gerade besonders gut. Und das ist mir heute aufgefallen, dass hier wirklich 3 verschiedene Produkte sind, die Unterlagen sind. Schreibtischunterlagen für Tastatur und Maus. Interessant, offenbar gerade ein heißer Artikel. Nichts für mich, aber das ist auch wirklich was Langfristiges, was man in den Bookmarks haben sollte, um immer mal aufzurufen, immer mal nachzugucken. Ist da vielleicht Inspiration drin für was, das wirklich neu ist und was ich vielleicht selber noch besser machen kann. Deswegen gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter. Das letzte Mal, dass wir auf Amazon nach Inspiration gucken, aber hier gucken wir nach dem Movern und Shakern in Amerika auf Amazon.com. Du kannst es, wie ich es vorhin schon gesagt habe, in jedem anderen Land auch aufrufen. Und da siehst du jetzt Artikel, die in Amerika gerade besonders heiß sind, neue Artikel. Und die sind vielleicht noch lange davon entfernt, überhaupt in Deutschland angeboten zu werden. Ein Artikel, den ich hier cool finde, ist dieses Set. Und zwar ein Armband, ein Set von dem gleichen Armband für Mutter und Tochter. Wahrscheinlich in 2 verschiedenen Größen, in der Erwachsenengröße, in der Kindergröße. Und ich kann mir vorstellen, das ist ein sehr, sehr gutes Geschenk und wahrscheinlich absolut zu Recht hier. Das ist ein Artikel, der kostet wahrscheinlich Cents im Einkauf, 15 Dollar im Verkauf, macht knapp 16.000 Dollar Umsatz im Monat. Sehr, sehr interessant und wahrscheinlich nicht so attraktiv, wenn es nur eine Größe wäre. Aber dadurch, dass es für Mutter und Tochter ist, macht es den großen Unterschied.
Unterschied und deswegen eine sehr, sehr gute Idee von dem Händler. Kommen wir aber zur Seite Nummer 2 und das ist Kickstarter hier in der Liste. Hier wollen wir wirklich nach wirklich innovativen Produktideen gucken, die wirklich früh sind. Kickstarter ist eine Seite, wo Leute, die eine Idee haben und vielleicht bisher nur ein Muster produzieren konnten, Geld sammeln, um ihre erste Produktion zu sammeln. Das kannst du ausnutzen, um direkt zu sehen, für was für Produktideen sich viele Investoren sammeln lassen. Und das kannst du direkt filtern. Du kannst sagen, ich will nur Produkte angezeigt werden, die schon zu 100% finanziert sind und das Ganze nach Beliebtheit sortieren. Und dann kannst du scrollen und gucken, was dir hier in der Liste auffällt. Und eine Sache, die ich cool finde, weil es gibt wahrscheinlich unendlich viele Messersets, aber ich fand das Branding sehr, sehr geil. Und zwar ist das hier so ein asiatisches Messerset und das heißt Koi. Wie dieser teure Fisch, das ist jedem Asien-Fan bekannt, dass Koi-Fische, Koi-Karpfen sehr hochwertig, sehr teuer sind. Und deswegen sind auch die Griffe von dem Messer bunt wie diese Fische. Und so ist der Name. Und vielleicht ist das noch gar nicht in Deutschland geschützt. Vielleicht ist es auch nur in einer Kategorie geschützt, aber noch nicht in einer anderen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, das Gleiche zu machen und vielleicht eine Teekanne rauszubringen, die irgendwo einen Farbverlauf hat und deswegen Koi Design Teekanne heißt. Oder vielleicht eine Reisschale, die bunt ist. Und deswegen auch für einen höheren Preis in der sehr guten Qualität für Asienliebhaber sehr, sehr interessant werden kann. Ich scroll aber nochmal tiefer und schaue, was mir noch so ins Auge fällt. Und das ist zum Beispiel das Produkt, absolut witzig, eins, was vielleicht keiner braucht, aber das sind Tastaturkappen im Katzenpfoten-Design. Finde ich ziemlich witzig. Ich kann mir vorstellen, Leute, die absolut Hundefans sind, Leute, die absolut Tierfans sind, Katzenfans sind, dass die sowas kaufen oder vielleicht als Geschenkidee für einen Freund kaufen. Und wie du hier im Video siehst, kannst du die Cursor-Tasten damit ersetzen und ein witziges Design auf deiner Tastatur haben. Kann ich mir absolut vorstellen. Sehr günstiger Artikel, sehr witziger Artikel, dass sowas zieht. Eine andere Sache noch, die ich auf Kickstarter gefunden habe, die ich auch cool fand, ist dieser Gürtel für den Laptop. Und zwar ist das ein Organizer, der den Laptop geschlossen hält und darauf hast du einen Stift, ein Kartenetui und einen Halter für dein Handy und das ist gerade ideal für Leute, die keinen festen Arbeitsplatz haben, die vielleicht im Starbucks um die Ecke arbeiten oder in einem großen Büro arbeiten ohne feste Plätze und so alles direkt am Laptop dabei haben. Ein sehr, sehr einfaches Produkt, aber was einen sehr coolen Nutzen hat. Und kommen wir damit zur dritten Seite und es ist keine feste Seite, die ich hier vorstellen möchte, sondern ein Keyword, das kannst du auf Instagram anwenden, im Google anwenden, wo du willst, und zwar suche nach Lifehacks. Du kennst diese Posts im Instagram, wo Leute einfach Lösungen für Alltagssituationen zeigen. Das kannst du für zwei Dinge verwenden. Du suchst vielleicht für dein Produkt eine Verpackungsbeilage, einen kleinen Flyer, den du dazugeben kannst, 10 Tipps, wie du das Produkt noch besser benutzen kannst. Und da würde ich mal speziell in die Nische von Lifehacks gucken, wenn du überlegst, was für nützliche Anwendungsbeispiele du deinen Kunden mitgeben kannst, dann kannst du ihn da sicherlich mit verblüffen mit Lifehacks rund um dein Produkt. Oder aber du findest Lifehacks, aus dem du ein Produkt entwickeln kannst. Und ich habe es mal in Google eingegeben, da gibt es zum Beispiel die Seite lifehack.org mit allen möglichen Lifehacks drauf. Und zum Beispiel, was ich ziemlich witzig finde, diese Idee, die Sonnenbrille als Handyhalter zu benutzen. Wenn du unterwegs bist, hast du wahrscheinlich den Handyhalter nicht gerade zur Hand, aber du willst dein Handy irgendwo drauflegen und die Sonnenbrille ist vielleicht dabei. Ziemlich cool. Du könntest aber auch vielleicht sagen, ich will eine Sonnenbrille verkaufen und die Oberfläche ist gummiert, dass sie auf den Tisch gar nicht rutschen kann. Das ist eine spezielle Sonnenbrille, die man deswegen speziell als Handyhalter nutzen kann. Du könntest vielleicht sogar ein Produkt daraus machen. Du verstehst, worauf ich hin will. Oder das ist mir aufgefallen, das war ein Tipp, wenn du reißt, in deine getragene Wäsche ein Stück Seife zu legen, weil es dann die Wäsche frisch hält und das könntest du auch vermarkten, Produkt draus machen, vielleicht ein kleines Säckchen extra für den Koffer, wo die Seife reinkommt, dass die Wäsche nicht schmutzig macht und das Ganze vielleicht noch im organischen Look, vielleicht kannst du sogar eine Seife dabei tun und hast direkt ein Produkt für Leute, die reisen und mit deinem Produkt die Wäsche frisch halten. Deswegen guck dir Lifehacks an, du kriegst super Ideen, die du deinen Kunden mitgeben kannst, du kriegst vielleicht sogar Ideen für deinen nächsten Amazon-Artikel. Einen letzten habe ich noch gefunden und zwar ist das hier eigentlich ein Schrankorganizer für Schuhe und da hängen die Reinigungsflaschen drin. Auch eine ziemlich gute Idee. Du kannst also den Schuhorganizer speziell als Organizer für Putzmittel verkaufen und das so das Produkt
wirklich umfunktionieren, in einer komplett anderen Nische verkaufen, auch eine ziemlich geile Idee. Also lass andere Leute die Arbeit machen, neue Innovationen zu finden und du bist derjenige, der daran verdient. Kommen wir zur Quelle Nummer 4 für deine Ideen. Das ist eine Geschenkseite aus England, heißt die Firebox. Die hat wirklich so typischerweise Geschenke-Zeug, das man noch nirgendwo gesehen hat. Vielleicht auch nicht unbedingt braucht, aber du kannst einfach witzige Produkte davon finden, die es höchstwahrscheinlich noch nicht auf Amazon gibt. Und da kannst du auch mal drunter scrollen und sie siehst, was beliebt ist, weil dafür haben sie eine extra Nische, die heißt Top 50. Das sind die bestverkauftesten Artikel. Das ist eine gute Vorlage, um gleich zu sehen, was ist sehr individuell und was verkauft sich auch noch gut. Und da habe ich hier dieses Produkt gefunden, für 16 Pfund wird das da angeboten. Meine Tochter hat sowas fürs Spielzimmer, so ein Pianoteppich, auf den sie rumspringen kann und macht Töne. Aber hier ist es speziell als Teppich fürs WC, für die Toilette. Und dann kannst du auf der Toilette sitzen und dabei Klavier spielen. Ey, was für eine geile Produktidee. Würde ich direkt schauen, gibt es sowas auf Amazon schon? Kann ich es in China finden? Kann ich der Erste sein, der es anbietet? Sehr, sehr geil. Und damit kommen wir zur Ressource Nummer 5. Ich werde alle Seiten in der Videobeschreibung nennen und ich hoffe, du machst dir dann Bookmarks, die du dann ab und zu mal abgrast. Die Seite hier ist wirklich extremst umfangreich. Da kann man wirklich sehr, sehr lange drauf surfen. Und Trendhunter hat wirklich nur Listen von neuen Produkttrends zu allen möglichen Themen und da kannst du wirklich viel Zeit drauf verbringen auf der Seite und du kannst hier einfach direkt in Kategorien springen wie Designartikel für die Küche und da habe ich zum Beispiel sowas gefunden hier, zusammenfaltbares Campinggeschirr, aber nicht nur Tasten, die du sonst überall siehst, sondern auch diesen Wasserpot, diesen Teepot, auch ziemlich interessant. Also und der Schritt 2 ist immer zu gucken, gibt es sowas auf Amazon? Oder das Ding zum Beispiel, das ist eine Eiswürfelform für Strohhalme. Das heißt, du kannst Strohhalme machen aus gefrorenem Wasser und damit hast du 2 positive Effekte. Du kühlst das Getränk, was du trinkst und zweitens, du hast hinterher keinen Müll, du musst hinterher nichts wegwerfen, weil sich der Eisstrohhalm natürlich wieder auflöst. Ziemlich cool und ziemlich guter Gag für Partys. Auch hier kann ich mir vorstellen, dass es ein sehr interessantes Produkt auf Amazon ist. Leute lieben Produkte, die sie noch nicht kennen und wollen Dinge kaufen, die sie noch nicht zu Hause haben. Über 60% von euch sehen die Videos hier noch ohne zu abonnieren, deswegen mach es jetzt. Klick auf Abonnieren, auf das Glockensymbol daneben und werde Mitglied der größten Amazon FBA Community hier im deutschen YouTube. Zum Schluss lese ich auch immer noch einen von euren Kommentaren vor, der kommt heute von Marc. Und er sagt zu meinem letzten Produktsuche-Video, dass er keine Ergebnisse hat, wenn er genau die Filter anwendet. Ich habe es probiert, es gibt tatsächlich gerade einen Bug und den habe ich schon berichtet. Warte mal 1-2 Tage und mach's deswegen nochmal, war nämlich ein sehr cooles Video mit auch einer sehr coolen Strategie. Und daher auch vielen Dank für eure regelmäßigen und zahlreichen Kommentare, fürs Ansehen überhaupt und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.